Hier im gelben Saal läuft der Livestream aus dem eigentlichen großen Raum. Und wir gucken mal jetzt auf unsere Zwischeneinlage, die nach dem Bundespräsidenten gelaufen ist. Tägliche Büroarbeit, aber auch die macht natürlich viel mehr Spaß mittlerweile. Wir sehen hier den digitalen Locher. Funktioniert doch. Ich meine, klar macht das alles keinen Sinn, aber Spaß, ja? Wie wir alle wissen, das Fax ist ja vom Aussterben bedroht. Ich kann aber Gegenstände faxen, das wär's doch. Ich habe hier einen Stift, den habe ich vielleicht von einem Kollegen ausgeliehen, der nicht da ist. Jetzt baue ich erstmal eine Verbindung auf. Aha, ho. Wo kann man das schon? Okay, dann kommt hier bei mir im Büro der Stift rein. Und mein Kollegen wieder. Na, das Fax der Zukunft. Zu Hause geht es jetzt an den Haushalt, habe ich in der Regel keine Lust drauf, aber ich habe gemerkt hier, dass sich die Sprachassistentin hier hervorragend auch als Haushaltshilfe nutzen lässt. Man muss nur sehr, sehr deutlich sprechen, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich versuche das eben mal. Siri, bitte gieße die Blume. Okay, Andreas, ich schieße die Blume. Nee, gieße. Es ist immer das Gleiche. Dann gibt es ja auch relativ einen Staubsauger, ja? Das ist Smart Home. Das wird alles kommen, wo geht auch. Ich hasse Haushalt. So oder so. Okay, weiter mein Tagesablauf. Angenommen, ich habe jetzt abends noch eine Verabredung und ich suche noch ein Geschenk. Ja, selbst hier im gelben Raum sind viele Zuschauer, denen das wirklich gut gefällt. Ich würde doch gerne eins ausprobieren, denn ich habe auf meinem anderen Tablet hier eine Gedankenlese-App installiert und ich fand die Idee so verrückt, ich würde das gerne mal testen. Und so habe ich eine Tüte Gummibärchen. Es gibt hier drin 5 verschiedene Gummibärchenfarben. Sie können mir das vielleicht bestätigen. Rot, gelb, orange, grün, weiß. Ich würde es nicht essen, die sind abgelaufen. Ja. Jetzt gucke ich mal. Ihn, ja. Wenn Sie mal eins rausziehen, am besten schauen Sie weg, ich schaue weg, dann ist es wirklich zufällig. Und dann würde ich Sie bitten, merken Sie sich die Farbe, stecken Sie das Gummibärchen so weg, dass ich das nicht sehen kann. Und denken Sie bitte jetzt ganz, ganz fest an das gezogene Gummibärchen. Und ich starte hier meine Gedankenlese-App und dann wollen wir doch mal schauen, wie weit da die Technik schon ist. Ja, sind Sie bereit? Okay, also alles in die Richtung schicken, was Sie denken. Los geht's. Na? Kommen die ersten Gedanken an? Ja, das ist Zauberei hier. Denken, ja? Ganz lieb.
wir haben den Umriss schon mal empfangen, ja? Gar nicht schlecht. Denken Sie weiter an die Farbe langsam. Welches Gummibärchen haben Sie gezogen? Es waren 5 Farben zur Auswahl. Rot, Gelb, Grün, Orange, Weiß. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Verraten Sie es uns nicht. Sagen Sie nur ja oder nein. Sie haben gezogen das rote Gummibärchen. Ja, dann haben Sie das Falsche gezogen. Das ist jetzt nicht meine Schuld. Ja, genau. Aber ich meine, Gedanken lesen mit einer App, ja, so weit sind wir dann doch noch nicht. Jetzt werden Sie mir zustimmen, wenn man mit digitaler Technik arbeitet, sollte man vielleicht doch immer besser noch eine analoge Alternative parat haben. Das ist meine. Okay, wir blenden uns jetzt mal auf, ich glaub, man kann damit wir nicht alles vorwegnehmen. Also daran soll es jetzt nicht scheitern, ja.